Hey Leute, was geht? Hier spricht mal der Quickscoper-Exe und heute mal zu einer Runde Let's Play Einzelspieler, aber mit dabei ist der liebe Hyperbone 35. Ja, hallo Leute, ich sag mal, oder ich grüße euch mit einem Hey Leute, was geht? Hier ist euer Hyperbone 35 und ja, was soll ich denn noch sagen? Ich fange jetzt mal meine Aufnahme an. Ja, hallo, hallo liebe YouTuber, von mir aus, ich, Hyperbone 35, bin heute nicht alleine, weil ich einen guten Gast habe, oder natürlich sagen guten, einen freundlichen, lieben, lieben Herrn, stell dich mal vor. Quickscope-Exe. Ja, hallo, grüß Gott, Herr Quickscope-Exe. Es ist kein Let's Play Together, weil das Problem ist, wir finden uns nicht den Server. Ich will da nicht richtig reingehen. Aber ja. Ich spiele eine Runde, also mehrere Runden. Black Ops 2 und er macht an seiner Map weiter, an seiner Einzelmap weiter halt. Ja, du oh. Sagst es. Halt bei mir ist es so, ich verlinke ihn sowieso. Und dann könnt ihr euch anschauen halt, was er so gemacht hat und ja, was ich gemacht habe. Also ich spiele Nuke Jacket wie üblich und ja, Abschluss bestätigt, läuft bei mir und bei dir und bei dir. Ja. Am Holz abbauen. Ach so. So, und was für Themen hätten wir uns heute überlegt? Der liebe Hyperbone, der ist so ein Anime-Suchti. Ich schaue mir eher sowas nicht an, aber weiß nicht, der wollte. Ich drehe ein bisschen leiser Musik. Der wollte ein bisschen. Ja, ich bin eigentlich nicht erzählen. Ich bin eigentlich nicht so mit die. Wie soll ich denn sagen? Ich bin eigentlich nicht so mit die Themen verantwortlich. Ja, du kannst dir mal erklären, um was in Anime so geht oder. Ja. Also ich kenne mich da viel zu wenig aus. Okay. Ja, halt. Anime Freak bin ich. Nicht so, aber ich schaue mir ein paar Animes an, vielleicht kennt ihr die Animes und ja, dann könnten wir mal darüber reden oder so. Ich schaue mir One Piece, Naruto, Fairy Tail, Miraniki, Miraniki, Dead Alive, Infinity Stratos, und vieles weiter. Ich will jetzt da nicht mehr eine halbe Stunde erzählen, wie viele Animes ich geschaut habe. Ich will ja nur eingehen, dass in Fairy Tail, das ist mein Lieblingsanime, da geht es um einen Junge, der hat eine Katze, die Katze nennt sich Happy und der Junge heißt Natsu Dragonil und er wurde von einem Drachen erzogen, sag mal so. Und am 7. Juli sind alle Drachen weg, also verschwunden. Und seitdem sucht er die ganze Zeit seinen Vater, also Drache. Und ja, und so geht ihr Abenteuer los. Dann findet er auch ein paar Leute, die was auch erzogen wurde von einem Drachen und genau am 7. Juli auch noch verschwunden wurde. Und ja, und da kommt dann ein paar Schwierigkeiten und die Serie ist einfach ein Hammer. Ich verlinke sowieso die Serie, also wo ich mir hinschaue, wo ich die Anime schaue und so. Und ja, ich weiß nicht warum Anime so süchtig macht, aber ich finde es einfach klasse. Was sagst du dazu? Jeder hat seinen eigenen Geschmack, was er ansieht, was er mag und was nicht. Ja, ja. Also ich bin jetzt nicht so der Fan, also für mich ist das eher so Zeichentrick. Eher fast. Aber ja. Wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Geschmack, meins ist nicht. Ja. Ja, kann man nichts machen. Man kann es eigentlich ja nichts ändern. Aber naja, kann man nichts machen. Ja, super, ich bin jetzt gerade nachgejoint, aber uns steht's schon. Haben wir verloren. Also, mich freut's, dass der liebe Hyperbone 35 endlich mal wieder Zeit hat, ein Video mit mir aufzunehmen. Weiß nicht, ja, mich freut es auch. Öfters Zeit, und es tut mir leid, Leute, dass ich nicht so viele Videos rausbringe oder raushaue.
Das ist so, es geht um die Zeit. Ich habe nie fast Zeit, dass ich mir einen Let's Play mit euch gönne oder mache. Ich habe fast nie Zeit und ja, das ist das Problem. Ich entschuldige mich also, jetzt. Es ist jetzt nicht so bei ihm, dass er nicht mag oder so oder keine Lust hat. Er hat wirklich keine Zeit. Ich habe wirklich keine Zeit und wenn ich mal Zeit habe, dann versuche ich euch einen guten Let's Play rauszuhauen. Wie zum Beispiel, dass wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Was ja, ich wirklich geil finde, weil wir haben schon ziemlich lange nicht mehr miteinander aufgenommen. Genau, schon ziemlich lange nicht mehr. Und ja, und also ja. Die Abonnenten von dem Herrn Heilbronn wissen ja, dass er ein stressiger Typ ist und also er stresst jetzt nicht, sondern dass er viel um die Ohren hat und ja. Sonst will ich euch ein paar Videos raushauen. Oh, naja. Egal, ich habe mir jetzt die Zeit genommen und hab den Quiz Cooper jetzt angeschrieben, hey, ob du Zeit hast für Let's Play. Und Gott sei Dank hat auch Zeit gehabt. Und ja, dann ja, hat sich das selber. Ich muss sowieso wieder mal ein Video rausbringen, weil ich hatte den Dienstag und den Freitag vergessen. Ja, liebe Abonnenten, ich hatte ihn wirklich vergessen. Müsste ich mir selber schon wieder einen reinhauen, ey. Und das Problem, ja, sag weiter. Und ja, also, und ich habe die besten Abonnenten auf dieser Erde, die es nur gibt. 51 Abos habe ich schon. 51 Abos? Ich habe geschrien zu Hause gleich. Ja, 51 Abos kommen für ein paar Leute nicht so viel vor, aber für mich ist das ein großer Fortschritt. Das ist eigentlich viel. Ja, weiß nicht. Gibt immer wieder Leute, die das nicht so finden. Oder in derselben Meinung sind halt. Also ich wollte euch nur sagen, ihr seid die besten Abonnenten, die man nur haben kann. Und bitte bleibt an mir dran, also schaut meine Videos. Ich freue mich immer wieder über positive Bewertungen. Und ja. Hättest du noch irgendwas zu sagen so jetzt? Ja, willst du heute einen 50k Abonnenten-Special machen, oder? Nicht ja, sorry. Ich hätte 50 mir schon gedacht, dass wir heute eine längere Zeit aufnehmen, wenn du auch Zeit hast. Ja, natürlich. Und Leute, es ist auch so, an meiner Internetverbindung, zurzeit spackt die Internetverbindung, da seht ihr jetzt gerade auch eine 299er Ping, läuft bei mir und kann nicht mal spawntrappen richtig und sterbe die ganze Zeit. Ja, schon wieder am Spawn-Trappen hier. Das ist scheiße und manchmal geht mir echt die Lust runter, dass ich noch ein Video rausbringe, wenn ich mal Zeit habe. Dann sage ich, okay, setz dich mal auf den PC und bring mal ein Video raus. Aber dann passiert sowas, seht ihr gerade 299er Ping und da geht mir wirklich die ganze Lust runter. Da denke ich, oh mein Gott, warum laggt es? Und zurzeit rede ich halt mit meinen Eltern noch und ob die halt noch das Internet erweitern wollen. Zum Beispiel, dass ich statt 16k, weil ich habe jetzt gerade eine 16k Leitung und ja, dass sie halt mal eine bessere Leitung machen. Zum Beispiel auf eine 20er, da würde ich mich sehr freuen. Denn da kann ich besser Let's Playen und gestern spielen, seht ihr, es laggt ja. Und ja. Ja, ich habe auch vor kurzem, also ich habe mit meinen Eltern geredet, die haben auch gesagt, also dass wir vielleicht eine bessere Leitung bekommen und ja. Wenn dann könnte ich auch livestreamen, Jungs. Und es wäre einfach spitze, wenn ich livestreamen könnte. Dann würde ich nur livestreamen. Mann. Und wenn ich hier livestream, dann würde ich es eh ankündigen. Keine Sorge, nicht zur Hölle. Und ja, wie gesagt, es ist wegen der Leitung. Die geht mir schon langsam auf den Zeiger. Ja, ich habe auch mit meinen Eltern geredet, dass ich auch vielleicht eine bessere Leitung bekomme. Also sozusagen einen Verstärker zum alten. Weil ich glaube, ich habe gerade, du weißt circa was, ich habe so eine 15.000er oder so. Ne, 15k, ja. Ja, sowas in der Art. Und halt, wenn ich auch einen Verstärker dann dazu bekomme, oder so in der Art. Dann könnte ich auch livestreamen und das wäre kein Problem. Ja, genau, dasselbe auch bei mir. Weil livestreamen würde ich sehr gerne machen.
Ja. Das Problem ist, mir fehlt die K-Leitung, mir fehlt die Internetleitung. Ich meine, ja, ich verstehe es mit 20k, was willst du denn man da machen? Aber naja, besser als nichts, oder? Ja, muss man auf ein paar Lags eingehen. Ja, natürlich, das muss man immer. Ich meine, es wird jetzt nicht das super duper Livestream werden wie die größten YouTuber, die was eine geile K-Leitung haben. Das wird nicht sein. Aber ich werde mir die Mühe geben, dass ich besser spiele und alles. Das Problem ist, ich spiele zurzeit auch mit dem Herrn Chris Cooper Xbox. Und Ja, wir ja. spielen gemeinsam ziemlich viel Liga. Liga. Auf der Xbox. Auf der Und das ist Xbox ein und. bisschen anders als bei PC. Das seht ihr Ja. hier. Am PC zockt fast keiner Liga und. Ja, kann man nichts machen. Ja. Das seht ihr, sehe ich. Komplett schlecht. Ich muss mich ein bisschen aufwärmen, Jungs. Ja, wie lang sollten das Video nur sein? Circa. Weiß nicht, wir nehmen erst 11 Minuten auf. Ja, so 45, oder? Ja, Würde sowas. ich sagen. Ja. Hätte ich ausgeplant. Hätte ich Wenn es wirklich nicht ausgeplant. gut läuft, Leute, da seht ihr, ist das darunter. Wenn es wirklich nicht gut läuft, dann nehme ich schon mein MG. Keine Sorge. Gleich das große Teil auspacken. Ja. Naja. Ich meine, das Problem stört mich an Black Ops 2. Es hängt nur von der K-Leitung ab. Ja, da hast du wirklich recht. Und das. Also, ich will jetzt da, ich möchte jetzt da unbedingt ein Beispiel nehmen. Immer, also, ich glaube, da haben viele ein Problem damit. Immer diese Franzosen. Sie haben einfach die bessere Leitung, aber da können wir Ja, nichts das dagegen ist. machen. Ich kann es noch immer nicht verstehen, wie sie so eine Leitung kriegen. Wie viel die zahlen oder so, wie ich. Kann mir wer bitte schreiben in den Kommentaren, wie viel eine 100k-Leitung kostet im Monat? Das würde mich interessieren. 7 Euro. Ja, im Monat. Nein, im Jahr. Immer Ich diese meine. Franzosen, hey. Nehmen uns Ja. alle die Kills weg. Und dann sagen sie, wir sind schlecht. Ja. Ich muss zu ihnen ins Spawn. Mach das. Ja, schwer, wenn der Strappi mich die ganze Zeit killt. Ich habe schon 28. Eigentlich schaue ich ja nie auf die KD. Ich will es auch vermeiden. Das Problem ist, ich bin schon gewöhnt an dem, dass ich immer an die KD schaue. Ja, ich schaue auch immer auf der Xbox auf die KD, aber das will ich auch in letzter Ja, Zeit der hat Hunde und so. versuche ich zu vermeiden, dass ich immer auf. Ja. Nee, stimmt nicht. Ja, der hat Loadstar. Ah, nein, doch nicht, der hat den Schlag. Ich will auch trippen. Nein, dann mach mal einfach so. Ganz einfach, Spiel Wie verlassen. viel gehst du zurzeit? Also, wie Nein, bist ich. du gegangen? 28, 30 oder 34. Ich weiß nicht. Ja. Ja, kann Ich ich meine, mir ihr was müsst mir in rausnehmen, die mein Herr? Kommentare schreiben, Jungs. Oder Mädchen, Mädels, weiß nicht, wer zuschaut. Ja. Ihr müsst mir schreiben, ob ich normale, ohne reden machen soll oder mit. Was kommt Also besser Musik, bei? Gameplays, oder? Ja. Was kommt bei euch besser an? Ohne oder mit? Das müsst ihr mir wirklich schreiben, ich bin wirklich neugierig. So. Dun, 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 Und dun. also bitte schreibt mir und die blöden Kommentare könnt ihr euch ersparen. Ich habe gestern oder vorgestern, die wollte ich unbedingt erwähnen, da habe ich stolze Abonnenten getroffen. Weil ich einfach ganz spontan, ich glaube, die in Deathmatch war es, habe ich echte Abonnenten getroffen. Irgendwie einer Chill for Kill heißt einer. Und ich weiß jetzt die anderen Namen halt nicht mehr. Halt, sowas freut mich immer wieder, wenn ich wirklich, Abonnenten treffe, die meine Videos gern anschauen und ja, ich habe auch schon welche gehabt, also Hater,
die einfach meine Videos richtig scheiße fanden. Apropos Haters, an dich du spaßt. Wenn er sich das anschaut, ich erwähne ihn nicht, also ich erwähne den scheiß Namen nicht, aber wir haben so Liga gespielt, ich Quickscooper. Und auf einmal kommt einer in der Party, er lädt uns ein. Er lädt uns ein in der Party. Und dann laden wir ihn ein, weil das. Ich und Quickscooper möchten gerne nicht in die anderen Party, darum laden wir ihn ein in der Party. Und ja, dann so kommt in der Party zuerst. Also zuerst sagt er so, wie dass er sich freut. Der eine da, den du meinst. Dass er sich freut gerade über Quickscooper. Dann sagt er, bist du das? Ja, Quickscooper, ja, ich bin's. Warum? Und dann auf einmal beleidigt er ihn. Dann habe ich gesagt, na warte, du Hurensohn. Ja, also dann haben wir auch 2 gegen 2 gemacht, also ich und der Dani. Zuerst habe ich 1 gegen 1 gegen ihn gemacht, weil er gesagt hat, wir sind schlecht und so und ja, er hasst unsere Videos und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn er uns hasst, dann soll er mal 1 gegen 1 gegen mich machen. Hat er und er hat verloren, Haus hoch. Dann habe ich gesagt, ja, was soll die Scheiße? Ja, dann hat er gesagt, ja, mach mal 2 gegen 2. Dann habe ich und Quickscooper halt 2 vs 2 gemacht gegen ihn und ein Kumpel. Only Sniper. Ja, only Sniper und dann haben sie gesagt, wir sind sehr schlecht und wir haben gar keine Aim, dann haben sie ihnen gezeigt. Also wenn die Hater die Videos schauen, ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt gerne, ja. Wir müssen sogar freuen. Wenn ihr euch spaßt und ja, das Video anschaut. Ja, weil, ehrlich, wenn ihr unsere Videos nicht mögt, Alter, dann schaut sich einfach ja, nicht an, ihr euch das bitte nicht an. Für was seid ihr solche behinderten kleinen Kinder, wirklich? Ja, ich hasse solche Leute, die was dann einfach ohne Grund haten. Oder einfach neidisch sind, weil sie selber einen YouTube-Kanal haben und haben 8 Abonnenten oder so vielleicht. Ja. Nur weil sie selber nichts packen, ja, lass uns doch in Ruhe. Wir haben sie ja drauf, du nicht. Ihr braucht's nicht solche unnötigen Kommentare bitte schreiben. Das tun nur kleine behinderten Kinder. Ja, die einfach nur neidisch sind. Entschuldigung, wenn ich jetzt gegen kleine Kinder oder Behinderten haben, das meine ich jetzt nicht das ernst, war aber im anderen Sinne gemeint, ja. Das war ein, ja, in anderen Sinne. Mach, ich werde gesponsert, weg. Das meine ich nicht in ja, ich glaube, die ja, YouTuber wissen schon, welche blöden Sinn, sondern ich hasse solche Leute, die denken, für was? Schreibt doch einen ehrlichen Kommentar, zum Beispiel, was ja, wir besser machen sollen. Ja, was wir genau besser machen sollen. Dann das haben hilft wir uns dann wenigstens und nicht Tipp, keine blöden Kommentare. Wir. Das, ja, genau. Das hilft uns. Und keine dumme Kommentare. Das ist unnötig. Weil ihr könnt uns zurückschreiben, was ja wir machen nicht sollen. Warum dann ihr? Ja. Ihr könnt uns zurückschreiben, was wir machen sollen. Wie? Wieso? Warum? Wieso ist es schlecht? Das könnt ihr uns zurück ja, sagen. Auch, wieso aber Videos doch nicht gut unnötigen Kommentare. Das würde mich auch immer interessieren. Haben wir einfach. Ja. Und wenn Videos schlecht sind, sagt es uns, dann gibt uns einen Grund dafür. Ja, gibt uns einen Grund und nicht sinnlos so rumschreiben. Dass wir schlecht sind und so. Ja, sind wir halt schlecht, aber trotzdem. Wir haben sie im Dorf. Ja. Schreibt uns an und uns. Aber dann mir egal, bitte müsst nicht, und das, müsst das nicht öffentlich schreiben. Könnt per PN machen. Kein Problem, aber bitte sagt uns, was wir falsch machen. Dass wir und uns verbessern. Bitte auch noch, wenn ihr 1 gegen 1 macht und dann sagt er, nur weil ihr verliert und er, weiß nicht, er rusht normal und so und hackglitscht nicht, dann bitte schreit ihn nicht zusammen so, ah, du Hackglitscher, du hast nichts drauf, geh mal weg vom Auto da oder so, zum Beispiel Nuketown oder so, haben mich auch schon ein paar Leute zusammengeschissen, nur weil ich hinterm Auto gestanden bin kurz. Ja, nee. Vorbeigelaufen. Und ja, ihr müsst es einsehen, dass ihr einfach schlecht seid, dann. Schlecht kann man nicht sagen. Ja, nur aber. Ihr habt nicht gescheit spielt, also, oder? Ihr seid dann einfach nicht so gut wie der. Er ist einfach ein bisschen besser als ihr, also. Ja. So. Ja. Da, Leute, das ist eine gute Runde. Ich gehe 7-0. Punkt, gut, Orbital-Satellit aktiv. Hast du jetzt schon wieder ein Orbi?
Ja. Alter, bei der Xbox ist das immer dasselbe. Da reg ich mich immer auf, wenn der Schwarm hat, ey. Nimm uns alle immer die Kills weg. Ja, tut mir leid. Ja, mach mal, die Scheißpunkte ist ja der Schwarm da drauf. Ja, ey. Da lohnt's da aber auch. Ja, lohnt's da, Alter, halt's Maul. Zuerst waren die Runden schlecht, aber jetzt ging's. Ja. Geht auf der Fuhn. So. Danke für eure Unterhaltung, Jungs. Ihr könnt uns auch immer wieder Themen in die Kommentare schreiben, dann, ja, natürlich, dann können das wir würde öfters gern. Solche... Oder ihr könnt uns Fragen stellen. Ja, wir würden die Fragen sogar einblenden, ja. Wenn euch das unbedingt also wichtig ist. Ich bin jetzt nicht so Computerfreak wie er. Er wird es schaffen, muss ich schauen. Ich würde sogar den Namen nennen, das ist kein Problem. Sogar einblenden könnte ich auch. Das ist kein Problem. Ja, mich freut es immer wieder, wenn ich positive Kommentare erhalte. Ja. Und ja, sowas wollte ich. Meine, ja, ihr könnt schon sagen, was an uns stört oder warum. Da könnten wir es uns ändern. Könnten wir uns zusammenreden und sagen, ja, okay, du machst das und das schlecht, das ist nicht gut. Dann wissen wir zumindest, was wir schlecht machen. Dann ändere das bitte, ja, dann wissen wir. Oder Musik leise, Musik stark, Musik stark, ja, auch laut oder. Keine Musik. Oder keine Musik, ja, oder weiß nicht. Müsst ihr uns sagen. Müsst ihr uns in die Comments schreiben. So. So. Über was könnten wir denn noch reden? Geh grad 20-0. 20-0, ja. Und bei mir wird es jetzt auf meinem Channel wird das jetzt so sein, wenn ihr. Nein, der wird eher mehr Minecraft kommen und wenn ich beim Dani bin, also beim Heimmann, kann auch sein, dass ich mal aufnehme eine Runde auf seinem PC, wenn ich darf. Und ja. Nein, jetzt gehe ich negativ. Dani. Egal. Ja. Was könnten wir noch reden? Also ich finde, die Runde ist jetzt gut gegangen. 20-2 finde ich perfekt. Also ich bin 10er KD. Alter. Ich bin kein Apo. Er ist ApoRed. ApoRed oder ApoRed, er ist Royal, er ist Elutrix mit oder, ja. Danny Burnage in allen Fällen. Ich bin kein Profi, also bitte lasst mir den Score. Weißt du schon, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich habe gesagt, du bist alles im Allem. Nee, bin ich nicht. Royal. Ja, natürlich. Und dein Träumen. Nee, mein Träumen bin ich, das alles. Du nicht. Ich bin kein Profi, also bitte sag mir nicht, dass ich jetzt Album nachmache oder dass ich schlecht bin. Bin ich halt schlecht. Ich bin nicht der Müsst Beste. Muss halt einsehen dann. Ja, muss ich halt einsehen, aber nicht, dass ihr jetzt schreibt, mach besser oder kill besser. Ich versuche jetzt ein paar zu demütigen, sag mal so, und wenn es nicht reicht, dann kann man nichts machen. Ich erwähne, also ich glaube, wenn das will, der Herr Remix, oder? Luke Bobo. Alter. Jetzt wird er pervers. Jetzt wird er pervers. Nee, wir kennen einen Freund, der ist auf der Xbox. Und der hat immer einen Ausraster. Nach jedem verdammten jedes Mal, wenn er stirbt, Tod, rastet er aus. Und da lasse ich dich einmal grüßen an unserem Video, Luke Bobo. So nenne ich ihn. Aber eigentlich heißt er Remix. Ja. Und ja, eigentlich. Es ist eigentlich ein bisschen schwerer, wenn man jetzt Xbox spielt und dann auch noch PC. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, das ist voll anders. Weil einmal hast du einen Controller und dann die Tastatur in der Hand. Ja, das ist. Und dann auch noch die Tastatur, die Maus. Also der Maus ist ein bisschen schneller als. Der Controller, der Joystick-Controller. Und ja. Sag einmal, was hast du dir bestellt? Ja, davon habe ich schon mal was gesagt.
einem Avenger Elite Controller, das ist so ein Multi-Kulti-Oberfach-Pro-Gaming-Controller. Der kann wirklich alles, du musst nicht von dem Pedals drunter gehen, also nur halt, wenn du auf den A-Button gehen willst, also springen willst oder so, aber du musst nie wieder wirklich von den Buttons drunter gehen. Also eigentlich wie ein SCAF-Controller. Ja, ich glaube sogar, der ist sogar besser, ich bin mir jetzt nicht sicher. Könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Und ja, würde uns wirklich interessieren. So. Und kann auch sein, es ist Sonntag bei uns, kann auch sein, dass morgen Montag der Controller da ist. Kommt natürlich ein Unboxing-Video. Ich hoffe, das vergesse ich nicht, dass ihn dann einfach so ganz spontan, ganz schnell auspackt. Und nein, er erklärt es, wie und wie man sich in den Arsch schiebt und alles. Ja, wortwörtlich. Aber zeigen tue ich es nicht, das mache ich in der Privatsphäre. Sorry, vom Pusten. Warte, ich tue mein Mikrofon ein bisschen nach ja, hinten. Ich glaube, so hat man jetzt auch nicht unbedingt gehört. So. Ring Fire. Weg. Böse Dragonfire. Böse. Immer diese Dragonfires. Ja, nee. Die gehen mir mal. AGRs und Tarnhelis und was weiß ich. Und die Schwarms von Hypermon sind die größten Behinderungen. Ja, doch auf. Date im 35,6 geht schon. Easy. Easy going. Easy hard. Ja, der Hypermon ist immer so ein Spawn-Trapper. Also stellt euch lieber ein paar Meter weg von das ihm. Das wissen sie schon, wenn sie meine Videos gesehen haben. Ich schieße einfach durch die Wand, ich spray. Ja, also er kennt Wallbangs, die habe ich noch nicht mal gesehen oder so. Zum Beispiel den bei der Garage einfach, also von Nuketown, jetzt, er sprayt einfach mal hinüber. Das war mega geil. Ganz easy going. Easy going. Ja. Ich mag eigentlich Black Ops 2 eigentlich nicht, aber ich habe nichts anderes zum Spielen. Ghost mag ich überhaupt nicht. Ghost, Alter, CD bitte wegwerfen. Please hold the line, bitte. Please hold the line. Nee, Ghost kann ich nicht spielen, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, die Maps sind groß und es ist eigentlich Camper-Map. Und ich find, dann mag ich auch nicht. Das ist ein Camper-Spiel. Ja, das ist extra für Camper geeignet. Ja, für Leute, die einfach COD nicht spielen können. Und Black Ops 2 ist das einzige wie MW2. Es ist einfach viel bunter, ja, finde ich. Ich gebe euch ein Spiel, das ihr euch unbedingt für die Xbox kaufen müsst. Dasselbe, was ich gerade spiele, Minecraft. Kauft es echt für die Xbox, weil für mich, also, wenn ich zum Beispiel mit dem Hypermon 35, also Liga zock und so, und irgendein Spacko regt mich wieder auf, weil er hackglitscht hinterm Auto, in Anführungszeichen. Hinterm so. Auto. Auto, ich betone jetzt das Auto unbedingt. Auto. Dann. Einfach zur Beruhigung, das ist einfach zur Beruhigung. Minecraft ist echt Beruhigung. Es ist wie eine Gramm Kokain. Mhm, wenn ihr gerade nichts zu Hause habt und dann. Einfach so, scheiße, ich hab nichts daheim. Kokain. Gleich mal zur Trafik. Ja. So. Ich brauch Sand. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob das Weizen gewachsen ich ist. Ich lege. Ich brauch unbedingt Tiere hier, ey. Sonst geht da nichts. Ey. Kennt ihr solche Freunde, die was... Wenn du ihn anrufst und dann so wählen die Rufnummer aus Spaß. Und auf einmal hört man das so. Piep, piep, piep. Das nervt voll. Ja, okay. Ja, das kenne ich. Oder solche Freunde, die was abfacken. Oha, was für Spawn. Nice Spawn.
Ich werde erst voll am Heck glitschen und campen. In Anführungszeichen. Anführungszeichen, schau dir mein Video, Fragezeichen. Nein. Rufzeichen. Doppelpunkt Fragezeichen. Aussage nein. Ja. Minecraft ist einfach. Nein, echt wirklich, das würde echt bringen. Stellt mir ein paar Fragen und ich würde euch einblenden. Und euch sogar den Namen sagen. Weil ich so nett bin. Ja. Ah, da also habt ihr's. Uns würde es halt freuen, wenn ihr so Real-Life-Fragen oder Themen aufschlagt. Ja. Einfach Fragen. Fertig. Ja, ich sag, wir machen jetzt einen Schluss, weil ich muss dann noch was machen. Okay. Also wir haben jetzt eh schon eine halbe Stunde und... Haben wir ja, schon. Also, ja, wir haben schon 31 Minuten fast. So schnell. Ja, yes. Zeit vergeht voll schnell. Warte mal, sorry Jungs, dass ich jetzt keinen guten Score gerissen habe oder die, versucht habe. Deine Hunde da oder... Nee. Was hattest du, Orbi und Lodestar? Ich entschuldige mich dafür, dass ich keine guten Videos jetzt herausbringe, weil ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr spielen. Und ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, natürlich, ich helfe mir mit der Excuse. Ja, warte noch, das Spiel ist gleich zu Ende, kannst du noch ein bisschen warten. Ja, ja. Ja. Und ja, ich entschuldige mich, dass ich jetzt scheiße Scores habe. Das Spiel kannst du noch beenden. Also, ich warte durch. Und ja, das ist jetzt. Seht ihr gerade, ist jetzt hier gerade 18.6, das ist gut. 18.6, 3 AKD. 19.17. 19. Was, 19.17? Ja. Was denkst du? Hast du war da nicht 18.6 gesagt? Nein, 18.16. Ach so, okay. Ja, 20.18. 1.20 AKD. 20.19. Jetzt geht's tief. Ja. Au, 20.20, 1 AKD, nice. Wow, neutral. Nicht mehr harter positiv. Harter Junge. Oh mein Gott, das musst du dir ansehen. Das musst du dir ansehen, was vorhin war. Hey, Glitching pur? Nee. Viel Ärger. Viel, viel Ärger. Oh mein Gott. Schau dir das einfach an, das Video. Das ist einfach legendär gerade. Oh mein Gott. Perfekt. Das war eigentlich perfektes Spawn-Flipping. Finde ich. Perfektes Ende. Aber nur für kurze Zeit Spawn-Flipping. Wie bei den Werbungen. Nur für kurze Zeit. Rufen Sie diese Nummer an. 0699. 0699. 54321. Mann, ich sterbe. Bei mir ist das so, dass wenn ich einen guten Score reiße, dann sterbe ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich lasse mich immer sterben. Lass ich mich sterben. Oh mein, ne Fresse. Hast du den Endboss von Black Ops 2 im Multiplayer gefunden? Ja, Mario. Und Luigi gemeinsam. It's me, it's Mario. It's me. Ja, das nächste Mal verspreche ich euch, dass ich eine Minecraft Let's Play Together mache mit dem Quizkooper, aber wenn er halt will. Ja, und nein, mit dir will ich nie wieder aufnehmen. Das war das letzte Mal. Du bist dann nur einer meiner besten Freunde, mit denen ich als einziges wirklich Let's Playen kann. Vergiss es, du hast hast mich verletzt. Wirst du büßen. Okay, bitte Abstand halten zu mir. Nein. 5 Meter. Gar nicht 5 Meter. 5 Zentimeter, ehrlich. Abstand halten, wie gesagt. Wie gesagt. Blasen, Fragezeichen. Nein! Ich sag jetzt mal nichts drauf. Nein, Spaß. Spaß. Scheiße. Nein, Alter, wo spawnen die? Was, das ist einfach schrecklich. Gehst du schon 1 zu 55? Nee, gar nicht. 1 zu 100. Alter, geiler Score. Den habe ich schon, glaube ich, mal in Liga gehabt. Nee, Spaß. Really? Really, Nigga? Yes, Nigga. Ja. Oh, ich bin in Killcam. Mit Lagswitch. Oh mein Gott. Beste Killcam. Mit Lagswitch. Oh mein Gott, Triple sogar in der Killcam. Very nice. Ja, so macht's halt der liebe Hermann. Triple. In der Killcam. Ja.
Es ist schon aus. Es ist schon aus die Maus. Ich kann da nichts machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ja, lasst wie immer positive Bewertungen und Kommentare da. Lasst Comments da, ob ihr weiter solches, also solche Videos sehen wollt mit mir. Mit mir und Quickscope und mit den Heimamoros. Ja, und ob ihr noch will, mehr wollt, also wollt, das lasse ich euch überzeugen und oder überlassen. Also, oder, ja. Uns würde es freuen, wenn ihr Kommentar dahinter lasst. Und bei Fragen von Musik, da könnt ihr mich fragen, ich beantworte es. Ich habe sogar eine Adapter-Playlist, das sind auch meine Lieder. Da könnt ihr auch ein paar nehmen und mitplayen, wenn ihr euch wollt. So, ich sag jetzt einmal ciao und tschüss, meine Kameraden. Kameraden Schwein. Ja, ja. Rein. Ja, meine lieben Abonnenten, ich bedanke mich für 51 Abos. Schreibt mir wirklich in die Comments, ob ihr weiterhin so also solche Videos sehen wollt. Let's Play, also Minecraft und der Heimamon gleichzeitig ein bisschen COD. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.